Ein Herdöpfelsalat oder ein lauwarmer Lauchvinaigrette ist nicht nur etwas Feines, sondern bringt auch Abwechslung auf den Tisch. Begleitet von einem knusprigen Brot mit einem Lachsstück ist das ein Gericht zum Gern haben. Lassen Sie sich überraschen. Grüezi miteinander. Für den Herdöpfelsalat braucht es geschwellte. Dazu ein gleich grosse, festkochende Herdöpfel ins siedende Salzwasser geben und weich kochen. Für die Salatsauce in einer Schüssel ein bisschen milden Senf mit Weissweinessig und Rapsöl gut verrühren. 3/4 Dezi fettfreie ausgekühlte Gemüsebouillon dazugeben und alles gut verrühren. Eine Schalotte fein hacken und dann drunter mischen. Der längs halbierte und gewaschene Lauch quer in ca. 5 mm breite Streifen schneiden. Öl in einer Bratpfanne erhitzen und das Gemüse für ca. 4 Minuten drin rührbraten. Den Lauch dann mit Paprika, Salz und Pfeffer würzen und das Ganze ein bisschen abkühlen lassen. Kurz vor dem Servieren den Lauch mit der Vinaigrette mischen. Von der Lachsfilet zuerst die Fettschicht, die in der Mitte liegt, keilförmig rausschneiden. Jetzt nochmal ein bisschen Öl zum Braten heiß werden lassen und dann den Fisch auf beiden Seiten je 4 bis 5 Minuten anbraten. Dabei darauf achten, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. Die gekochten, leicht abgekühlten Herdöpfel dann alle zusammen schälen und dann in Scheiben schneiden. Bei grossen oder breiten Herdöpfeln, wie das jetzt der hier ist, würde ich zuerst den Herdöpfel längs halbieren, sonst werden die Scheiben fast zu gross. Die Herdöpfel anrichten, salzen und mit der Vinaigrette beträufeln. Den Lachs jetzt ebenfalls noch mit Salz und Pfeffer würzen, dann wenig Zitronenschale drüber reiben und noch ein bisschen mit Zitronensaft beträufeln. Lachs mit Herdöpfelsalat, eine genussvolle Alternative. Auch nächste Woche gibt es wieder ein Feinsrezept. Schön, wenn Sie dann dabei sind. Auf Wiedersehen miteinander.